Ich habe ein langes Ding. Pass mal auf. Bis gleich. Hier an dieser Stelle, wo jetzt der Mais steht, hatten wir vor 2 Jahren das erste Mal versucht, Mediabohnen anzubauen. Die hatten wir direkt gesät, also irgendwann im, weiß ich, Ende April, irgendwie so um den Dreh, haben wir die direkt gesät. Und was ist dabei rausgekommen? Nix. Also nicht eine einzige Bohne. Die Dinger sind so mickrig gewachsen, da ist überhaupt nichts passiert. Dieses Jahr haben wir das ein bisschen anders gemacht. Dieses Jahr haben wir die Mediabohnen nämlich in solchen Pötten vorgezogen. Und zwar im Gewächshaus. So ungefähr Mitte April, so 2 bis 3 Körner pro Topf hier reingesteckt, wachsen lassen, ungefähr so groß werden lassen. Und dann haben wir sie ausgepflanzt. Bevor wir mit der Mediabohne durchgestartet sind, haben wir uns aber erstmal schlau gemacht. Und dafür haben wir sowas benutzt hier. Für alle, die das nicht mehr kennen, das ist ein Buch. Aber in allen Büchern, die wir haben, da haben wir nichts drüber gefunden. Also offensichtlich ist die Mediabohne noch so ein Exot, dass in den Büchern darüber noch nichts zu finden ist. Also haben wir uns gedacht, Buch beiseite, ab ins Internet. Und da haben wir dann auch einiges über die Mediabohne gefunden. Als erstes war es uns wichtig, wo kommt das Ding überhaupt her? Also die Mediabohne, die kommt aus dem afrikanischen und asiatischen Raum. Also relativ wärmeliebend ist die Pflanze. Tja, nun könnte man sagen, unsere normale Bohne, die Stangbohne, die Buschbohne und so, das ist ja ursprünglich auch. Diese kommen ja aus dem südamerikanischen Bereich und die sind bei uns ja eigentlich auch nicht heimisch. Aber die bestehen bei uns schon deutlich länger und über Züchtung hier und da ist natürlich eine Bohne, die normale Gartenbohne, bei uns mittlerweile heimisch geworden. Das trifft für die Mediabohne aber noch lange nicht zu. Das wird vielleicht ein paar hundert Jahre so sein, aber jetzt ist es eben noch nicht so. Und wenn man die Herkunft der Pflanze kennt, dann kann man sich auch Gedanken machen, wo das Ding überhaupt stehen soll. Also bei uns im Freiland, na klar, warum nicht? Wenn wir einen schönen warmen Sommer haben, nicht so viel Regen, auch nicht so viel Wind, dann könnte das klappen. Aber was haben wir hier in Deutschland und was haben wir nicht? Also wir haben hier Wind, wir haben hier Regen, das haben wir, aber was haben wir nicht? Sommer. Also dieses Jahr sowieso nicht, das kann man total in die Tonne drücken. Naja, und so kann man sich ausdenken oder kann man sich ja denken, ob das im Freiland was wird oder nicht. Also ist ja die logische Konsequenz daraus, eigentlich wäre das hier im Freiland in Deutschland eher nichts. Aber was machen wir? Wir probieren es einfach trotzdem. Das heißt, wir haben es einfach trotzdem probiert. Und das ist dabei rausgekommen. Und bei genauerem Hinsehen kann man sehen, das Ding ist ziemlich mickrig gewachsen. Also da ist echt nicht viel passiert. Obwohl jetzt überall langsam Blüten erscheinen und wir auch schon die ersten Mediabohnen dran haben. Also ein bisschen wird das vielleicht noch was. Wenn wir jetzt noch ein bisschen warm Restsommer kriegen, könnte das echt noch mal klappen. Und da es sich bei der Mediabohne ja um eine ziemlich exotische Pflanze handelt, haben wir natürlich als Vergleich noch ein paar Mediabohnen hier ins Gewächshaus gepflanzt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Tja, und das ist doch mal ein ganz anderer Schnack. Hier sind die Blätter zwar schon fast alle ziemlich gelb, aber diese Pflanzen hier, die sind voll mit Mediabohnen, alles so eine Dinge, so wie man hier sieht, das hängt hier alles so runter. Wenn das nicht eine geile Sache ist, dann weiß ich auch nicht. Also hier im Gewächshaus hat das deutlich besser geklappt. Die haben hier auch deutlich weniger Wasser gekriegt. Hier haben wir gar nicht so viel gegossen. Ab und zu mal so ein bisschen, also nicht zu viel. Die Dinger standen eher so ein bisschen trocken, wie das auch so sein soll. Wie gesagt, die können mehr mit Trockenheit um als mit zu viel Wasser. So, dann wollen wir mal ein bisschen was von den Rasterlocken hier abernten. Ich ernte noch nicht alles ab, ein paar dürfen noch wachsen. Aber ich nehme jetzt die längsten hier schon mal raus. So, das soll ich für heute genügen. Das sind noch schöne lange Dinge. Ich glaube, die eine hier, die ist schon ein bisschen drüber. Die könnte ein bisschen faserig sein, werden wir gleich sehen. Tja, jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen können und dafür gehen wir mal in die Küche. Mit der Mediabohne kann man genau dasselbe machen wie mit normalen Bohnen. Das gibt nur einen klitzekleinen Unterschied. Das ist jetzt nicht die Länge, sondern das ist der Fasingehalt. Fasin ist ein Gift in der Bohne, sowohl in der Gartenbohne als auch in der Mediabohne.
das dafür sorgt, dass unsere roten Blutkörperchen verklumpen. Also das sind, glaube ich, die Sauerstoffträger, die roten Blutkörperchen. Also ist das nicht so richtig gut für uns. Deswegen sollen Bohnen auch immer gekocht oder erhitzt werden. Der Fasingehalt einer Meterbohne ist allerdings deutlich geringer als bei der normalen Gartenbohne. Das heißt, wir haben eine kürzere Garzeit. Und diese kürzere Garzeit, die können wir uns richtig zunutze machen. Und zwar, wenn wir Bohnen anbraten wollen. Wenn wir normale Gartenbohnen anbraten oder braten, sagen wir mal so, das kann man natürlich ohne weiteres machen, ist überhaupt kein Ding, oder auf den Grill kloppen, wie auch immer. Aber die brauchen natürlich deutlich länger und neigen dazu, dann auch gerne mal zu verbrennen. Das können wir mit Meterbohnen so ziemlich vermeiden, weil, wie gesagt, die haben weniger Fasin und das Fasin wird durch Hitze zerstört und deswegen ist die Garzeit von Meterbohnen deutlich geringer. Und daher können wir die viel besser anbraten oder auf den Grill hauen. Und da mache ich jetzt mal so ein Gericht, das nennt sich Old Man Beans. Dazu brauchen wir Sojasauce, so ein bisschen Pfeffer, so einen Teelöffel voll, ein bisschen Ingwer und so grob gehackten Knoblauch und natürlich unsere Meterbohnen. Das Ganze bereite ich hier in unserer Plansche zu. Das geht natürlich auch allerbest in der Pfanne, gar kein Ding. Hier kommt jetzt ein kleines bisschen Öl rein. So, das Ding ist schon vorgeheizt, so mittlere Hitze. Und jetzt schnippeln wir die Bohnen. So, ich nehme jetzt erstmal zwei Bohnen, Kopf und Schwanz ab. Und die schneide ich dann so ungefähr in 5 cm lange Stücke. Naja, ein paar mehr nehme ich noch. So, und die brate ich nun auf der Plansche an. Und zwar werden die jetzt so lange gebraten, bis sie so leicht schrumpelig sind. Daher kommt auch der Name Old Man Beans, weil sie dann so richtig schön verschrumpelt aussehen. So, nach ein paar Minuten sind die so richtig schön schrumpelig, wie alte Männer eben. Und jetzt kommt der Knoblauch dazu. Nicht zu knapp. Ich habe ja jetzt, weiß nicht, 2 oder 3 Zehen. Weiß ich nicht mehr, wie viel ich gemacht habe. Also 2 oder 3 Knoblauchzehen dazu. Schön mit anbraten. Wie gesagt, grob gehackt. Kommt Pfeffer dazu. Auch noch ein bisschen mit anbraten hier. Jetzt noch ein bisschen Ingwer. Den reibe ich ganz fein, aber auch nicht zu viel. Einfach mal so ein bisschen hier. Lassen wir auch noch mal ganz kurz mit anbraten. Noch ein bisschen Sojasauce. Das noch also eine halbe Minute noch mitgrillen hier. Dann kann ich hier auch schon ausmachen. Old Man Beans. Unbedingt probieren. Das ist sau lecker und funktioniert so richtig gut. Ist ganz simpel, hat man ja gesehen. Ganz einfache Sache. Und natürlich eignen sich Meterbohnen auch für Bohnen im Speckmantel vom Grill. Astreine Sache. Und wenn ihr jetzt auch auf den Geschmack gekommen seid, einfach mal Meterbohnen anzubauen, guckt einfach mal im Internet, die werdet ihr wohl kaum in irgendeinem Laden finden zu kaufen. Ich habe überall mal geguckt, das findet man echt sehr, sehr selten. Da muss man im Internet mal eingeben, Spaghetti-Bohnen, Meterbohnen, Schlangenbohnen oder Spargelbohnen. Einfach mal gucken und da findet man das. Wir haben das Glück gehabt, dass wir dieses Jahr das Saatgut geschenkt gekriegt haben von einem Zuschauer. Da sagen wir nochmal Danke, wir wissen nicht, wer das war. Auf jeden Fall vielen Dank und das ist draus geworden. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, haut rein, bis zum nächsten Mal.